So, einen wunderschönen Samstagabend. Willkommen zu ein bisschen Vampire Survivors aus dem Krankenbett. Ich wollte heute ja eigentlich Breath of the Wild spielen, schon heute Mittag. Aber da es mir gesundheitlich echt nicht gut geht, habe ich das dann sein lassen, um mich ein bisschen zu schonen. Allerdings ist mir jetzt so langweilig, dass ich dachte, vielleicht spielen wir einfach ein bisschen Vampire Survivors. Und dann dachte ich mir, wenn ich das für mich spiele, kann ich es halt auch gleich streamen. Aber heute dann ohne Cam, weil, wie gesagt, krank und angeschlagen, man hört es an meiner Stimme. Und ja, einfach ein bisschen chillig, Vampire Survivors spielen. Würde sagen, wir fangen mit der Stage 2 an. Die lag mir am besten. Am meisten. Ich will heute ein bisschen herausfinden, welche Sachen ich kombinieren muss, um Gegenstände zu evolven. Ah, wir fangen wieder damit an. Hört mal mit Center Water. Magic Wand ist halt eigentlich echt geil. Komm, Center Water einfach mal benutzen. Da liegt der Grüne. Ignoriere ich immer. Muss aber sagen, ich finde den Charakter immer noch schwierig. Obwohl er wohl bessere Stats hat als Ismelda. Aber. Oder Imelda. Aber ich mag Imelda lieber. Irgendwie. Vom King Bible. Lass mich wieder zu sehr in die Enge treiben. Das ist eine interessante Kombi, muss ich mal sagen. Mache halt noch nicht wirklich viel Schaden. Zumindest nicht so direkt vor mir, sondern random Gegner. Spellbinder. Increases duration of weapon effects. Spellbinder wird geil. Dafür Holy, für diese King Bible könnte ich mir das gut vorstellen. Ich würde die Musik gern lauter drehen für mich. Aber ich habe sie heute mit dem Ohr, so eine leichte Ohrenentzündung. Was mega nervig ist. Aber darum die Musik etwas leiser, um die Ohren zu schonen. Aber das soll uns ja nicht abhalten, trotzdem ein bisschen was zu schaffen. Der Einstieg ist immer dämlich. Anfangs mache ich noch so richtige Anfängerfehler. Okay, ich habe gestern das erste Mal gespielt. Ja, ich bin Anfänger, ich mache Anfängerfehler. Ich mache halt zu wenig Schaden direkt vor mir. Das ist das Problem mit diesen Waffen, die ich ausgewählt habe. King Bible. Hallo Skunk, na, ich hoffe, es geht dir gut. Ich
hatte dir auf Discord geantwortet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Darum erwähne ich es. Noch nicht. Okay. Ich hatte mich tatsächlich sehr über das Bild gewundert, weil es so ein bisschen aussieht wie in der Schlachterei. Und ich mich gefragt habe, was hast du da zu essen bereitet? Das Schwein frisch aus dem Bauernhof. Ich glaube, ich muss sogar noch ein bisschen leiser machen. Projektilgeschwindigkeit. Hier liegt so viel Experience rum. Du hattest mir noch nicht davor geschrieben. Nein, das stimmt schon. Ich muss das verwechselt haben. Oh, aber Garlic. Damit habe ich zumindest irgendwas, was noch um mich herum Schaden macht. Zusätzlich zur Bibel. Vielleicht Dragon, das kann sein. Es ging um Whisky. Warum dachte ich, das wärst du gewesen, weil wir beide es mal darüber hatten. Gott, wir werden sterben. Wir werden sehr, sehr sterben. Ich muss immer wieder reinkommen ins Spiel. Nicht so viel Leben, Energie. Wie gesagt, nicht wundern, dass ich heute ein bisschen seltsam klinge. Und ich weiß auch nicht, wie lang das Stream gehen wird. Ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Den musstest du gestern auch erst sehr ausbauen, bevor du gut geworden bist. Ja, das stimmt. Erases everything inside. Kackt so ein Ding. Und den Orb will ich. Es liegt so viel Stuff hier rum. Aber hey, wir haben gestern noch einen Run tatsächlich durchbekommen. Als du weg warst. Ich weiß es nicht. Skunk, ich weiß es gerade wirklich nicht. Aber ich habe halt dein Profilbild gesehen und dachte mir, nee, wir haben uns noch nicht unterhalten auf Discord. Ich will erst ein bisschen Level machen, bevor ich die Kiste einsammle, denn ich habe gelernt, wir müssen
erst alles auf Level 10 bekommen oder beziehungsweise erst alles voll ausbauen, bevor wir was evolven können. Ja, nicht gut. Ich bekomme zu viel Schaden. Ich finde immer noch die Musik fetzt so unfassbar gut. Wie alt bin ich eigentlich, dass ich Fetzen sage? Zu alt. Du schaust die Bilder an und entscheidest dich dann. Nein, ich habe nur sofort gesehen, dass ich dieses Bild nicht kannte. Es ist mir halt sofort ins Auge gestochen. Also dem sagt Discord dann ja auch, von wegen hier, das ist die erste Nachricht. Man sollte langsam mal ein Hühnchen suchen gehen. Ich habe Hühnchen, okay. Ich wollte nicht gleich beide einsammeln, aber dann mach halt. Mehr Erfahrung. Ich weiß zwar nicht, ob sich das überhaupt lohnt, 8%. Das ist definitiv kein guter Mann bisher. Okay, da steht jetzt sogar dabei, und was man evolven kann. War das gestern auch schon herbeigestanden? Habe ich das aber noch nicht gesehen? Wir müssen nach links zur Kiste. Die Kiste.
Da ist so eine unheimliche Frau, bist du dir sicher, dass du mit ihr schreiben willst, was? Was? Eine unheimliche Frau? Ist nicht ideal, aber es könnte schlechter sein, oder? Jetzt bin ich vollständig verwirrt. Das ist das Problem, wenn man nach ein paar Minuten erst in den Chat schauen kann, dass man komplett nicht mehr im Kopf hat, worum es ging. Eben noch war alles klar, jetzt nicht mehr. Du hattest gesagt, dass Discord erstmal anzeigt, dass es die erste Nachricht ist. Ja, genau. Bin verwirrt. Muss ich das Evolve-Item denn auch voll aufladen? Also das ist, was ich zum Evolven dann brauche? Weil die erste Waffe aufladen. Ach so, es hat sich nicht evolved. Bin hart verwirrt. Müssen beide Items hochgelevelt sein? Oder hatte ich nur Pech, dass er sich nicht evolved hat? Ich könnte halt ein Hühnchen gebrauchen. Da liegt ein Hühnchen. Gib es mir. Nicht gut. Oh, Kacke. Mehr Damage. Die Gegner machen mir leider viel zu viel Schaden. Die kommen leider durch. Diese Löwenköpfe kommen leider durch. Gegner voraus, Ankerlichten, rettet die Huren. Diese Gegner machen so viel Schaden, die kommen durch. Gute Zusammenfassung meiner Arbeit. Ey, es wurde evolved, ja endlich. Ah, die Art. Die macht trotzdem noch nicht genug Schaden, aber egal. Garlic. Ich brauche ein bisschen Schutz um mich rum. Das Problem ist halt, dass seine Waffe einfach random durch die Gegend schießt, um Schaden zu machen. Dass so Gegner um mich herum, wenn ich Glück habe, werden die getroffen. Aber nur, wenn ich Glück habe.
Auch irgendwie sowas wie ein Cooldown. Für die Sachen, die mich umgeben. Also verlängerter Cooldown. Das Ding ist nicht so gut. Ja. Ich glaube, ich gehe gleich mal wieder zu Imelda. Und mache den nächsten Run mit ihr. Ihr. Klingt wie eine See. Man sieht es ja nicht wirklich. Oh Gott, wir werden sterben. Ich mache nicht genug Schaden. Wir haben mehr Schaden. Ich koche einfach Schaden. Mein Lebensmotto, ich brauche einfach Schaden. Und Markus' Lebensmotto, der Schaden ist Teil der Erfahrung. Also wir passen perfekt zusammen. Fehlen noch zwei Stufen. Ich kann mich nicht so richtig gut bewegen gerade. Das ist nicht so schön. Der Name ist weiblich. Du solltest ihm vorschlagen, morgen etwas mit Knoblauch und Huhn zu kochen. Der Plan für morgen steht halt eigentlich schon. Morgen gibt's Ofenmakaroni. Ich glaube, es ist ganz gut, mich in diese blauen Pfützen zu stellen. Oh Gott, ich werde sterben. Ja, ich weiß, links ist eine Truhe, aber links sind auch ganz viele Gegner. Okay, wir werden sterben.
Okay, Laurel, Lightning Ring. Was nehme ich denn? Ich weiß, mein Vorgehen ist bestimmt auch totaler Mist, weil ich so random alles irgendwie mal nehme. Kommen denn die ganzen Level jetzt gerade her? Frag mich nicht, wo die Level gerade herkamen. Ich wollte halt eigentlich zur Truhe. Lass mich durch. Oh Gott. Der Weg wird steinig und schwer. Ja, nur durch Ausprobieren weiß ich am Ende, was gut funktioniert. Und das gerade ist keine so gute Mischung, muss ich gestehen. Ich meine, wie weit muss ich denn nach links? Wo ist denn diese Kaktruhe? Hühnchen hätte ich mich gerade mehr drüber gefreut. Okay, Truhe. Hab sie gefunden. Die Hühnchen sind gut. Was habe ich da aufgesammelt? Oh, irgendwas Evolvedes. Never ends. Oh mein Gott, King Babel, die never ended. Oh, das ist gut. Ich sollte sie nur nicht zu sehr beobachten, denn dann wird mir ziemlich schlecht. Ich ignoriere die King Rival einfach gerade mal. Okay. Ah ja, es war kein guter Run, muss ich sagen. War kein guter Run, war keine gute Kombi. Nächster Run. Beziehungsweise immer Power-Ups gucken, ob ich die freischalten kann. Immerhin fast 20 Minuten. Ja, das stimmt schon. Aber wir haben auch gestern einen Run schon durchbekommen. Habe ich denn noch Geld für irgendwas? Glaub nicht.
Wir müssen jetzt erstmal sparen, bevor wir weitere Sachen evolven können. Hier, die anderen Charaktere brauchen auch alle 600. Vielleicht soll ich erstmal die Charaktere freischalten. So, Imelda. Mit dir lief es doch eigentlich immer ganz gut. Dich mochte ich eigentlich ganz gern. Jetzt gibst du mir aber auch den Rune Tracer. Aber ich nehme die VIP. Peitschen sind cool. Den hatten wir noch nicht. Ich benutze ihn einfach mal. Keine Ahnung, ob der irgendwas bringt. Ob der gut ist oder nicht. Aber ich will einfach mal ein paar neue Sachen ausprobieren. Die Magic Wand, ein bisschen aufleveln. Das Hühnchen hätte ich jetzt gerade noch nicht gebraucht. Glaube ich. Unser Vogel macht bisher nicht so wirklich irgendeinen Schaden. Ja, sein Angriffsradius ist nicht so der Hammer. Wip. Vorne und hinten. That's what I like. Aufleveln. Oh, es stimmt gar nicht, dass der Vogel so nutzlos ist. Ich habe nur gar nicht richtig verstanden, dass das seine Angriffe sind. Die pinken sind seine Angriffe, okay. Okay, was nehme ich? Zählt das dann auch für den Vogel? Wird der Kreis dann größer? Wirkt es gerade nicht so. Hm. Oder wäre eine Cherry Bomb gewesen, die wir vorher auch noch nicht hatten. Mit viel Glück können wir später den Eisstab aufleveln. Geht's dir nicht besser? Mir geht's nicht wirklich besser. Ich hatte den Stream für heute hier eigentlich auch abgesagt.
Aber nun, mir war langweilig, also musste ich streamen. Ich dachte mir, wenn ich für mich privat Vampire Survivors spiele, dann kann ich das auch im Stream machen. Das ist gerade alles ein bisschen eng. Ein bisschen zu eng für meinen Geschmack. Henfrey kann halt echt stark sein, Garlic aber auch. Weiter verbessern. Das ist aktuell kein wirklich starkes Bild. Erstmal den Zauberstab auf volles Leben bringen. Volles Level, nicht volles Leben. Center-Worte wäre wahrscheinlich auch gut gewesen. Wie gesagt, ich möchte aber erstmal den Zauberstab voll hochleveln. Okay, komme ich mir klar. Mein Hund ist unruhig, ich weiß nicht wieso. Dieses Gespräch hatten wir schon einmal. Will er vielleicht Gassi gehen? Level 8, dann ist die Map auch voll. Ich guck mal, ob sie raus müssen. Okay. Bevor
Posse, die im Mono pinkelt. Ich müsste mal wieder ein Hühnchen finden. Mal wieder verzweifelt auf der Suche nach Hühnchen. Hühnchen gefunden, okay. Das gefällt mir. Ich sollte vielleicht nur nicht an der ganzen Experience immer vorbei laufen. Oh, der dir Spielzeug unter einen Schrank verlegt. Das kenne ich von meinen Katzen. Aber ich glaube, unser Hund hat das damals auch gemacht. So seine Gummiknochen und Bälle unter irgendwelchen Schränken verloren. Werden deine Katzen dann unruhig? Ja, schon. Die wollen dann ganz dringend, dass ich ihnen das wieder raushole. Ups, ich hätte den Feuerwand nehmen sollen wahrscheinlich. Da stand irgendwas mit Ivolf. Mit dem Vogelstärker. Das ist alles nicht optimal. Mehr Projektile finde ich schon mal gut. Vogel. So, nun kann ich auch Feuer verschießen. Noch mehr Power. Immer mehr Power finde ich gut. Einfach den Brokkoli wegwurzeln. Brokkoli ist euer größter Feind. Merkt euch das. Der Vogel stirbt bitte dann zum Hühnchen. Das wäre eigentlich gut. Okay. Ein verbesserter Zauberstab auf jeden Fall. Holy Wound. Yes.
Dann räumen wir doch jetzt mal ein bisschen auf. Ich mag den Wand irgendwie. Den Magic Wand. Es gibt ja auch einen Fire Wand. Okay, nehm mir das hier. Ich finde es einfach großartig, wenn auf dem Bildschirm nichts mehr zu erkennen ist, außer diesem Reihe aus Pixeln. Weil einfach so viel darauf passiert. So ein XP-Staubsauger wäre gut, ja. Auf jeden Fall. So ein Awkward Attraction Orb. Heißt das Ding so? Okay. Ja, nun. Ich schwöre mich nicht über kostenlose Items. Passieren so viele Dinge. Okay. Also wenn der Vogel mal schießt, dann ist das schon gut. Ich finde nur die Zeit dazwischen, zwischen den Schüssen ein bisschen wenig. Viel Zeit dazwischen. So rum. WTF ist das hier gerade eigentlich? Magdalene! Hallöchen! Willkommen zu Vampire Survivors! Wo wir versuchen, uns 30 Minuten gegen Gegnermengen durchzuschlagen und zu überleben. Okay, nehme ich. Dreifachbox finde ich übrigens mega. Danke. Hab's irgendwie nicht gesehen, andererseits, sonst hätte ich natürlich jeden geradet. Ja, das sagen sie hinterher alle.
Punkte sehen, Quad. Ich möchte vorne und hinten schießen können, hinzufügen. Aber war der nicht schon drin? Wenn das der von gestern ist, dann habe ich den schon reingetan. Also ich habe gestern... Warte. Ich möchte vorne hinten schießen, habe ich gestern Abend noch reingetan. Also wir haben die jetzt doppelt. Geschwindigkeit muss ich holen. Alles klar. Na, ich sagte ja, schreib's mir per Discord, dann füge ich's nach dem Stream hinzu. Das habe ich getan. Skang, was dachtest du denn? Wo sehe ich dich denn? Ich sehe dich oben gerade gar nicht. Yay, Pixelbrei! More Pixel 3. Der Vogel gefällt mir irgendwie schon. Anfangs ist der echt nicht so geil. Aber der wird mir tatsächlich nicht gut. Nein, habe ich nicht. Yes. Hellfeuer. Gut, wir haben den Zauberstab. Feuerzauberstab evolved. Der Vogel ist wie der andere Char. Erst mit Aufleveln wird er brauchbar. Ja. Stimme zu. So, jetzt geht hier richtig die Party ab. Speed up oder Effects last long? Speed up. Mehr Schaden. Die Schwierigkeit ist ja tatsächlich, Sachen zu evolven und vorher zu überlegen, was man kombinieren muss dafür. Weil man ja nur eine bestimmte Menge an Items mitnehmen kann. Mehr Knoblauch. Mehr Knoblauch ist immer gut, meinst du? Ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit mit unserer Stärke. Wir dürfen die nächsten Gegnerwellen eigentlich auch problemlos überleben.
Du möchtest so Nudeln aus dem Ofen noch endlich mal haben, wenn wir mich abholen mit etwas Geld. Na, das Geld nehme ich auf jeden Fall dazu. Geld sag ich nicht nein. Aber Hähnchen ist auch geil. So bei Knoblauch könntest du mich wahrscheinlich auch jagen. Also ich finde, wir machen ganz schön Rabatz. Rabatz. Ich bin wirklich alt. Wer sagt denn bitte Rabatz? Wir machen ganz schön Rabatz. Entschuldigung. Das Hühnchen wollte ich eigentlich nicht einsammeln. Minno. Kiste! Ein Duplicator, was? Oder was bist du? Evolved. Oh, Evolved Lightning Wing. Besser. Na, ah, nicht das Hühnchen. Immer dieses Hühnchen aus Gewohnheit. Entschuldigung, ich mag diesen Lightning Ring, den Evolved. Mir gefällt, was hier auf dem Bildschirm gerade passiert. Da passiert einfach so viel. Das ist hier unfassbar. Ich die Gene hier zerschmettere. Okay, Bracer. Nehme ich. Speed up. Schnelleres Zerfetzen der Gegner. So, Garlic Level 8. Auch noch schön. Und ich stehe drauf. Ich weiß nicht, wie es im Stream aussieht. Ich kann dann leider auch nichts dran ändern, wenn es im Stream einfach nur noch mega pixelig ist. Das hat das Spiel so an sich. Habe ich auch in anderen Streams so gesehen. Aber ich stehe drauf, was hier so alles auf dem Bildschirm passiert. Ey, das ist der zweite Run heute. Der erste lief auch schon so gut. Also, 20 Minuten hat der erste hier auch hinbekommen. Auch wenn er an sich schlechter war. Na, ich hab jetzt alles evolved, glaube ich, was ging. Ich habe nur diesen Kerzenständer. Du löst dich nach dem Brand. Ja, das kann sein. Es macht auf jeden Fall mega Spaß. Und es macht halt leider auch
Leider, es macht auch mega süchtig. Das Spiel. Es gibt ja auch so viel freizuschalten. Und auszuprobieren. Und ich hoffe, es wird noch gepatcht und es kommen nochmal neue Items dazu. Oh ja, komm, gib Geld. Geld immer gut. Meine Gegner erreichen mich halt nicht mal mehr. Ist gut, dann hat sich die Anschaffung gelohnt. Ja. Ich meine, das Spiel hat halt auch nur 2,43 € oder so gekostet. 2 €. Ich muss da um den Dreh halt. Und dafür finde ich es richtig gut. You can't reach me! Das ist mir hergeschmissen. Ja, an sich schon. Dafür, dass es echt ein gutes Spiel ist, was richtig Spaß macht. Und so viel Abwechslung bietet. Da hätte ich auch mehr für bezahlt, ganz ehrlich. Ich meine, du hast ja gesehen, wie viele Charaktere noch freizuschalten sind und dass es noch eine ganze Map gibt, die wir auch noch nicht gespielt haben. Und man kann bestimmt richtig gut Challenges in diesem Spiel machen, sodass man dann nochmal mehr rausholen kann. Das sind 2,43 € echt wenig. Wirft mich gerade aber auch mit Geld. Geldsäcke. Einfach mal so. Okay. Danke, Spiel. Ich kann mich halt gerade voll drauf konzentrieren, einfach nur die Experience einzusammeln, weil der ganze Rest ist eigentlich egal. Aber jetzt die Minuten werden wieder härter, würde ich vermuten. So, 25 Minuten ist es nochmal so richtig. Herausforderung so in der Regel. Zünden habe ich gar nicht gesehen. Klingt wie eine Party um. Bumtsch, bumtsch. Guter Beat, oder?
Jetzt ist ab der 25. Minute kommen nochmal stärkere Gegner dazu. Hier muss ich mich nochmal konzentrieren. Dann so viele Gegner, diese Mengen an Gegnern. Kiste! Die gibt uns eh nur Geld, aber ist ja egal. Ist ja Latte! Was habe ich gesagt? Nee, das Spiel schmeißt uns gerade Geld hinterher. Schön. Ja, die Medusen sind härter Gegner. Aber wir sind härter. Okay, ich muss mir gerade ein BSC unterkneifen. Unterkneifen, verkneifen! Nicht da etwa jemand gehört? Da war ich wohl ein wenig zu forsch und bin in den Gegner gerannt. Das Spiel rennt ja nicht weg. Das ist ja so das Schöne. In der Regel bleiben die Spiele ja einfach auf Steam. Du hast also noch ein bisschen Zeit und kannst dir irgendwann später das Spiel kaufen. Wird halt doch noch knapp. Alles, was ich jetzt in einer Erfahrung bekomme, sollte ich in die Mikro stecken. Noch meine Kiste zum Abschluss. Oh Gott, es sind nur noch 2 Minuten. Okay, es ist nicht mal mehr ganz 2 Minuten. Es ist 1 Minute und 17 Sekunden, die wir durchhalten müssen, Leute. Dann haben wir den zweiten Run heute geschafft. Und meinen zweiten Run so generell geschafft. Eine Minute noch, Countdown läuft. Heute war es der zweite. Heute war es der zweite Run und insgesamt war es mein zweiter Run, den ich überhaupt geschafft habe.
Insgesamt waren schon mehr Runs. Aber der zweite, den ich geschafft habe. Wenn ich jetzt nicht gerade verkacken würde. Oh Gott. Komm, Chicken. Komm, Chicken. Oh Gott, ich nehme Schaden. Ich sterb jetzt echt noch. Ich bin noch gestorben! Ich bin noch gestorben! Cool, wir haben es bis zu 29:30 geschafft. Ich bin nur leicht gebrochen. Oh. Aber hey, wir kriegen das hin. Ey, neuer Charakter, cool! Neuer Charakter auf einer Map, die ich noch nie so gut kenne. Er hat dieselben Stats wie Imelda, nur den Firewand. Mal gucken, wie der so wird. Und natürlich die andere Spezialfähigkeit. Bin ich gespannt. Einfrieren finde ich cool. Na, die hat aber nicht diesen coolen Effekt, dass es mehr Projektile gibt mit gewissen Leveln. Ich bin aber auch kein Fan von diesem Level, muss ich ehrlich gestehen. Es ist mir viel zu groß. Man kann leichter irgendwie eingekesselt werden. Weil die Gegner nicht nur von links und rechts kommen, sondern auch von oben und unten. Das ist nicht so mein Geschmack.
wie ich einfach überall Energie hinwerfe und nicht mehr einsammeln kann. Das sind viel zu viele Gegner. Von Anfang an viel zu viele Gegner. Ich will halt einfach mal wissen, wo mich dieser Pfeil hinführt. Aber ich habe es noch nie geschafft, da anzukommen, weil die Map so riesig ist und ich vorher immer gestorben bin. Irgendwie macht die Map halt keinen Spaß. Man kommt hier nicht voran. Es sind halt einfach instant zu viele Gegner, wenn man da einmal stehen bleibt. Alles zu riesig, ganz ehrlich. Das ist einfach die Map, die ich am allerwenigsten mag. Okay. Ja, gib mir. Ich kann auf der Map halt auch nicht so wirklich XP aufbauen, wenn ich ständig versuchen will, diesen Pfeil zu erreichen. Und dabei halt einfach die XP liegen lasse. So, was bist du? Was bist du? Okay, wir werden immer angegriffen. Ist okay. Milky Way Map. Mit. Okay, nee. Es lohnt sich halt noch nicht mal. Ich krieg eine Map dafür, dass ich mich durch dieses Level durcharbeite. Karte zum Schokoriegel. Wie nervig ist das? Okay, andere Map. Wir nehmen uns nochmal die erste Map vor. Oh, mit der chilligen Musik. Aber ich muss sagen, eindeutig, die Bibliothek ist mein definitives Lieblingslevel. Alles, was schießt, scheint mit diesem Charakter also im Late Game gut zu sein. Wenn er mehr Projektile mit jedem Level abfeuert. Gilt aber, glaube ich, auch für King Bible. Das gilt, glaube ich, auch als Projektil.
Moontracer. Und den Fireborn aufleveln. Stimmt, das hatte ich vergessen, dass sie ja phasenweise ganz viele, oh Gott, ganz, ganz viele Gegner kommen. Und schön, dass meine S-Taste gerade nicht wollte. Was davon wäre wohl interessant? Komm, wir nehmen mal das Cross dazu. Immerhin auch ein Projektil. Wir schmeißen einfach nur noch mit Sachen um uns herum. Das war ein richtig fetter Geldsack. Nice. Damit ich später was im Wolfen kann. Stimmt, es werden nicht mehr Projektile, es wird die Projektilgeschwindigkeit erhöht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Bei dem Charakter. Was ja super ist, wenn man viele Projektile dann hat. Wahrscheinlich braucht er, wie sein Vorgänger, erst ein paar Level, um gut zu werden. Und vergiss die Blumen nicht. Oh Gott, die Blumen. Ja. I remember the flowers of Doom. Oh, ich hatte die echt schon wieder vergessen. Nein, wenn man vom Teufel spricht. Ich hasse diese Kackblumen. Hätte ich nur meinen Mund gehalten. Ja, dann wäre ich überrascht worden. Das wäre, glaube ich, auch nicht gut gewesen.
Komm, gib mir irgendeinen guten Stuff. Ja, okay. Da, warum renne ich denn in den Gegner rein? Warum bin ich so? Wenn alles gut funktioniert, kommen Ragunia in circa 2 Monaten wieder. Yay! Das klingt doch gut. Ich mache da ja nicht so wirklich viel Schaden. Ich bin Level 11. Ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Ich laufe aber auch vor der Experience weg. Ja. Bessere Bibel. Bei dem hier läuft es jetzt auch nicht so gut wie bei Imelda. Keine Ahnung. Stell mich ungeschickt an. So, mehr und schnellere Projektile. Klingt doch vernünftig. XP ist böse. Sie wollen, dass du aufsteigst. Da muss ich vor ihnen fliehen. Ihr böser Plan sagt, ich soll steigen, aufsteigen. Um ihnen dann die Weltherrschaft zu erlangen. Ich mache leider immer noch zu wenig Schaden. Ich glaube, der Run wird einfach nichts. Aber wir bringen ihn natürlich trotzdem zu Ende. Oh, ich fürchte, er wird schneller enden, als ich es eigentlich gehofft hatte. Ich komme durch.
Oh, wie gut. Danke. Aber ja, die Werwölfe habe ich zum Beispiel noch nie überlebt. Auf der Karte hier. Die kommen ja gleich auch noch. Ich dachte gerade, das Hühnchen rennt vor mir weg. WTF. Oh ja, nice. Oh Gott. Jetzt kommt die Scheiße. Ich muss da irgendwie rauskommen. Nicht zu dem grünen Vieh hin, denn das macht dich platt. Ich habe halt auch noch nichts wirklich hochleveln können von meinen Fähigkeiten. Das mit dem Einfrieren rettet mir gerade den Arsch. Ich muss hier raus. Ich muss die Kiste später holen. Noch mehr Projektile, bitte, noch mehr Schaden. Möchtest du Diablo 2 Remake spielen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe damals das Original auf jeden Fall gespielt. Aber ich weiß noch nicht, ob ich Bock auf das Remake habe. Ich glaube, das würde ich nur mit jemand anderem zusammenspielen, der auch Bock darauf hat. Also ich habe halt das Original Diablo 2 auch nur mit einer anderen Person gespielt. Ich weiß nicht, ob es mir im Singleplayer so viel Spaß gemacht hätte, wie mit jemandem zusammen. Ja gut, ganz ehrlich, die Werwölfe überlebe ich nie. Ich versuche den Kerl nochmal. Aber in der Bibliothek. Die Bibliothek liegt mir einfach am besten. Tut mir ja leid. Aber ist halt einfach die beste Map. Aber man muss halt auch sagen, der Magic Wand schießt halt mehr Projektile direkt am Anfang. Darum ist der, glaube ich, besser.
Mit der zweitbesten Musik, ich finde, hier ist die beste Musik. Beste Map mit der besten Musik. Ich möchte Mad Frost etwas lieber. Tut mir leid, dass du die so selten hörst. Der Charakter ist echt schwer. Hätte ich nicht erwartet. Eigentlich hat er dieselben Stats, aber klar, sein Angriff ist halt ein anderer. Er schießt weniger. Nicht so gut. Oh Gott, ich sterbe. Ey, keine Schnitte mit dem Charakter. Und es ärgert mich immer noch, dass der Run vorhin so knapp gescheitert ist. Das ist so unglücklich, ey. Ich hätte fast mein ganzes Equipment hier einfach über den Haufen geworfen. Marco kocht nicht im Hintergrund. Nein, er zieht die Hose an. Ich habe gesagt, du kochst nicht im Hintergrund, du ziehst die Hose an. Hat man das so laut gehört? Ja, man hört hier alles laut, was du machst. Wir haben heute schon gegessen, deswegen kocht Marco jetzt gerade auch nicht. Also, beziehungsweise, ja, es gab die Reste von gestern. Deswegen musste er heute auch nicht kochen. Die Reste vom Hähnchencurry mit Reis. Marco hat doch nie eine Hose an. Außer er weiß, dass er im Stream zu sehen sein wird. Dann hat er eine Hose an, aber sonst hat er nie eine Hose an. Das ist doch nichts Neues. Jetzt tut mal hier nicht so, also werdet ihr so überrascht, dass Marco keine Hose trägt.
Stell das Raccoon das nur behaupten würde. Nee. Tut's nicht. Einmal, wo sie es nicht nur behauptet. Ich meine, was heißt einmal? Yay, vom Melika Vampir-Märchen. Vampir-Bekämpf-Märchen übrigens. Aber warum musstest du zum Stream schauen die Hose anziehen? Soll ich mich jetzt beleidigt fühlen? Ich dachte, wenn du meinen Stream siehst, machst du die Hose eher auf. Ja, es ist aber keine Cam an, Schatz. Musst du jetzt im Stream schauen und die Hose ansehen? Soll ich mich jetzt beleidigt fühlen? Oh, was wollen wir denn mehr evolven? Ich glaube dich. Egal, Prinzip, dann kann es auch keine Unfälle geben. Ey, meine Einschaltquoten würden steigen. Aber rapide. Nicht in die Gegner reinlaufen. Ich würde dich wegen Unangemessenheiten in der Bann. Ich weiß halt nicht, ob gegen Dude in Unterhose im Hintergrund konntest direkt zu bannen. Man kann ja natürlich sein. Streamerin spielt sorglos ein Spiel. Als plötzlich ein Helikopter hinter ihr durchfliegt, lesen sie weiter auf Seite 3. Der Notfallhelikopter musste zum Landeplatz gelangen. Ich finde daran gar nichts Verwerfliches. Gib mir die Ruhe. Sollte ich jeden Tag anschauen. Das Lachen fehlt mir im Moment sehr und es tut mir gut. No. Es freut mich, dass du Spaß hast. Und ey, wenn ich streame, kannst du mir natürlich zugucken. Hält dich doch nichts von ab. Spellballon. Wenn ich nur einen gesammelt habe, damit ich irgendwas evolven kann, wo ich nicht mehr weiß, welches der Dinge ich evolven wollte. Ich will ja eh alles evolven. Was ich einsammle, sollte ich auch evolven.
Nacht. Komm, mehr Damage. Mehr Damage ist immer gut. Das ist gerade nicht so die gute Situation da unten. Ich mache nicht genug Schaden. Ich mache nicht genug Schaden. Deine Zeiten sind etwas unregelmäßig. Oft merke ich nur durch Zufall, dass du streamst und bekomme nichts mit, weil ich bei der Arbeit festsitze. No. Ja, ich muss mich halt selbst anpassen, wann ich was anderes vorhabe und wann nicht. Und entsprechend streame ich halt mal was früher und was später. Der Tractor wäre eigentlich ganz geil. Firewand auf höchstem Level ist mal gut. Und Racer. Wollte ich nicht, ich wollte eigentlich nur das Geld einsammeln. No, Dreier. Nice. Eine Dreier, cool. Gib mir. Hellfire. Oder wie auch immer das heißt. Ja, Hellfire. Schön. Burn den Brokkoli einfach weg. Hat wieder gute Nachrichten von Arbeit bekommen, wirklich schön. Yay! Und Razor oder Bible? Ich glaube Bible. Entschuldige, ich kann natürlich keinen Sarkasmus lesen. Das ist ein bisschen schwer. Dann tut's mir natürlich leid. Die Gegner kommen mir noch ein bisschen zu nah, nicht ran. Alles gut. Ich will natürlich nur nicht, dass du denkst, oh, jetzt freut sich die Troller, weil ich schlechte Nachrichten bekommen habe. Weil ich nicht weiß, dass es der Kosmos ist.
fahre ich denn? Ich hab jetzt schon nicht mehr im Kopf, zu welchen Items wir die passenden Sachen gesammelt haben, damit wir die evolven können. Aber die King Bible haben wir zumindest evolved. Yay! Jetzt bloß wieder nicht auf die Bibel achten, bitte. Sonst wird er schlecht. Zumindest mir wird es schon schlecht. Das Geld will ich haben. Danke. Die evolvte Bibel ist schon Hammer. An. Wir hatten sie einmal so weit ausgebaut und dann bin ich 2-3 Minuten später gestorben. Wir haben sie also nicht groß in Aktion gesehen. Nehmen wir mal den Magic Wand. Könnte sein, dass wir den sogar auch evolven könnten, wenn wir genug Experience bekommen. Ich glaube, dafür haben wir das passende Item mitgenommen. Und Razor. Wir haben den Magic Wand, da fehlt noch eins. Den Runetracer haben wir voll. Attract Orb. Nee, Cooldown Reduce. Laurel. Ich habe jetzt auch voll Magic Wand.
Das heißt, eigentlich müsste die nächste Kiste uns irgendein Level abbringen. Aber es ist wieder diese Map, wo einfach wieder besser läuft als bei den anderen Maps. Es ist halt auch mit Abstand die beste Map. Ja, ist ein sehr guter Puzzle für die Bibel. Wahrscheinlich überfordere ich 360 Grad Front einfach etwas. Ja. Ja, ich bin nicht so gut darin, in alle Richtungen auszuweichen. Yay, Feuerwerk! Geräuschkulisse ist gerade interessant. Alles gut. Ich bin wahrscheinlich wirklich einfach davon überfordert, wenn von allen Seiten Gegner kommen. Dafür bin ich noch zu noobig. Das muss ich noch lernen. Was passiert hier wieder alles? Ich liebe es. Das ist totale Chaos. Reiseüberflutung hoch 10. Ich lieb sowas aber tatsächlich sehr. Mich einfach nur noch im Schießen bin, weil der Cooldown mittlerweile einfach nicht mehr vorhanden ist. Ich höre aber auch nichts mehr von der Musik im Hintergrund. Weil die Geräuschkulisse einfach überwältigend ist. Das klingt wie ein Casino. Ich mach den Jackpot. Ich hol den Jackpot rein. Jetzt noch schön würmen. Kiste holen. Und jetzt auch noch den Stab evolved haben. Schön. Wie wir einfach 4 Items evolved haben. Das ist schon sehr nice. Entschuldigung, oh, was ist das für ein Run?
Das ist großartig. Wenn du nicht verlieren willst, sag doch sowas nicht. Das Jinx ist doch nicht. Das kann alles noch passieren. Wir haben es vorhin gesehen. So, wow, ich kann doch nicht mehr sprechen, jetzt erhöhen wir noch die Armor, hab ich gesagt, wollte ich eigentlich sagen, hab ich nicht gesagt, wollte ich sagen. Ich bin so vollkommen überfordert gerade von diesem Effektfeuerwerk auf dem Bildschirm. Ich habe noch nie sowas Schönes gesehen. Einfach Chaos und Zerstörung. Wie viel Chaos und Zerstörung wollen Sie? Ja. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Junge, du bist überfordert, um zu sehen. Also das kleine Gelbe in der Mitte, das bin ich. Oh, Kiste. Kiste. Money, 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 money. Nein, diese Aura um mich herum ist gelb. Ja. Okay, Orb, noch nicht. Money, money, money. Wir müssen erst einen Orb vollkommen aufleveln. Also dieses kleine Ding um mich herum, die Aura ist halt gelb. Grün, nicht gelblich, würde ich sagen. Uran, Glas, Grün, was? Uran, Glas, Grün. Das ist eine sehr interessante Farbbeschreibung. Jetzt kommen wir wieder in die Phase, wo es wieder spannend wird, wo wir beim letzten Mal einfach gestorben sind. Trotz allem, was wir hatten. Ich bin ganz froh, dass wir die Bibel evolved haben, damit wir ein Schild besitzen. Hier wird nicht gestorben. Aber! Das ist so einfach. Sterben ist so schön einfach. Yay, Money! Okay, für später weiß ich, da unten liegen Münzen. Vielleicht soll ich dann einfach in der Gegend bleiben.
Gott, der Stream ist bestimmt vollkommen überfordert. Wenn hier noch die Gegner gleich alle kommen. Schon so. Nein, ich wollte die Hühnchen nicht aufnehmen. Mein Anziehungsdruck ist zu groß. Das sollten doch meine Safe-Hühnchen bleiben. Was locken echt. Ich saug einfach alles in mich auf, ja. Oh Gott. Ja. Stream wird nun überfordert werden. Bitte bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie gleich nur noch pixelfrei sehen. Übrigens fast weniger Schwanzlochmärchen gelesen, was ein bisschen schwierig gewesen wäre. Da liegt Geld. Ich nehme das Geld mit. Und wenn ich sterbe, das Geld nehme ich mit. Ganz langsam fortbewegen. Damit die Bibel richtig schön Damage machen kann. Kiste! Es sind die letzten 5 Minuten. Hardcore-Modus. Uff. Wie so eine elektrische Rasensense, ja. Genau so. Und wir stutzen nun den Rasen. Das nervige kleine Unkraut wird weichen. Wird auch weichen. Habe ich doch gesagt. 4 Minuten. Die letzten Minuten sind doch immer noch anstrengend. Also auf den letzten Metern zu verkacken, ist schon echt schmerzhaft. Wie wir vorhin gelernt haben. Schafft aber sicher gut. Ich hoffe es so sehr. Das vorhin hat mich schon ein bisschen gebrochen. Die letzten 30 Sekunden so verkackt zu haben. Also ich bin voll evolved, Level 77. Ich kann nicht mehr tun als das. Okay,
Okay, er trackt Orb. Wir werden nochmal mit Geld zugeschmissen. Ganz langsam durch den Medusa-Rasenman. Was ein Chaos. Ja, es fällt manchmal auch durchaus schwer, die Übersicht zu behalten. Langsam bewegen. Einfach langsam bewegen. Gleich kommen leider noch diese Kackbäume oder was auch immer das darstellen soll, die mich beim letzten Mal getötet haben. Und große Medusen, auch nicht so geil. Laufen Sie durch. Oh Gott, 2 Minuten. Die Gegner kommen halt schon ran. Hm? Intelligent wäre es, an der Stelle stehen zu bleiben. Wenn von unten keiner kommen kann. Wäre das doch schon mal eine große Hilfe, oder nicht? Oh Gott. Sekunden. Ich kann nicht mehr wirklich viel tun. Als zu hoffen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Yes! Geschafft! Oh Gott. Egal, was jetzt passiert, die Stage ist cleared. Nice. Sehr gut. Stage completed! Yes! Also der erste Run war heute 20 Minuten, der zweite waren 29:31 und das jetzt echt geschafft. Wie gut ist das? Ich bin echt ein bisschen stolz heute. Ah, nice. Da können wir erstmal Geld ausgeben. Bisschen Geld ausgeben. Für ist eigentlich. Komm, wir geben das Geld erstmal für die Charaktere aus. Sehr gut gelaufen. Yes. Okay, dich kann ich noch nicht freischalten. Oh, wie cool. Freut mich sehr. Oh, ich würde sagen, das war's dann auch mal für heute. Dann sind jetzt doch schon 2,5 Stunden fast aus diesem kurzen Spontan-Stream geworden, trotz Krankheit. Ich liebe dieses Spiel, ganz ehrlich. Das werden wir noch relativ häufig spielen, glaube ich. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand's schön, dass ihr da wart.
Und bis zum nächsten Mal dann, wenn ich hoffentlich gesund bin. Morgen, wenn es geht, ab 16 Uhr mit Breath of the Wild. Und ja. Gute Nacht. Und ja. Träumt was Schönes. Tschüss.